Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr wissen möchtet, wie man diese edle Geschenkbox und diese Karte bastelt, dann bleibt doch gerne dran. So, beginnen wir mit den Materialien. Ihr braucht einmal einen Cardstock 21 x 21 cm. Ein Goldfolienpapier in den Maßen 8 x 8 cm. Außerdem 4x Goldfolienpapier in den Maßen 4,7 x 9,7 cm. Designpapier in den Maßen 4x 4,4 x 9,4 cm. Und natürlich zu guter Letzt eine Rose, die habe ich jetzt selber aus Papier gemacht. Wenn euch das interessiert, wie man solche Rosen macht, könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann filme ich das auch gerne einmal für euch ab. So, das zu den Materialien für die Box. Wenn wir dann bei der Karte sind, nenne ich euch auch die Materialien für die Karte. Generell steht auch immer alles unten in der Infobox, falls ihr nochmal was nachlesen möchtet. Okay, von der Box her, ich weiß nicht, ob ihr es seht, die habe ich bereits schon gefalzt. Falzen müsst ihr folgendermaßen. Einmal ist dann mein Falzbein. Da. So. Einmal bei 5, bei 10, bei 15 und bei 20 cm. Dann dreht ihr das Ganze. Falzt nochmal bei 5, bei 15 und bei 20 cm. An sich müsst ihr auch nur noch an einem Quadrat für den Verschluss mit 20 cm falzen. Der Rest wird sowieso dann weg oder kurz geschnitten. Genau. Zum Schneiden kommen wir jetzt gleich. Ihr geht immer her und schneidet sozusagen, bevor wir anfangen, das zu falzen, nochmal die Falzen zwischen den zwischen diesen vier Kästchen schneidet ihr raus. Also wirklich nicht nur ein, sondern rausschneiden. Dann ist es einfach vom Verschluss her später besser mit den Deckeln bzw. mit diesen Klappen, kann man sagen. Gut, Schneidarbeit ist soweit erledigt. Hier werden wir dann später noch was abschrägen, aber das kommt erst zum Schluss. Ich habe hier oben neben unserer Verschlussklappe habe ich die zwei Laschen einfach gekürzt und einmal abgeschrägt. So ist der Verschluss einfach besser zu schließen. Natürlich hier auch an der Seite, wo wir die Box zusammenkleben, habe ich die Lasche abgeschrägt. Und hier habe ich sie ganz rausgeschnitten, weil am Ende, wenn man sich das so vorstellt, wird ja die Box so geschlossen. Und wenn da noch was wäre, wäre das ja wiederum schlecht, weil dann geht die Box nämlich nicht zu. Okay, jetzt falzen wir im Grunde genommen einfach alle Falzkanten nochmal nach, sodass das am Ende eine gute Box ergibt, beziehungsweise eine leicht zusammenzuklebende Box. So, jetzt ist alles gefalzt. Jetzt könnte man rein theoretisch die Box auch schon zusammenkleben. Das mache ich jetzt persönlich nicht. Ich gehe jetzt immer erstmal her und mache die Deko von der Box, weil das im Endeffekt einfach leichter ist, wenn man schon vorher alles aufklebt und am Ende dann erstmal die Box verschließt. Machen wir das jetzt einmal.
Und die klebe ich jetzt auch gleich auf die Boxen drauf. Ich mache das immer so, dass ich mir eine Klappe sozusagen so zusammenlege, dass ich die Kanten richtig erkenne. Wenn ich das nur so liegen lasse, habe ich manchmal das Problem, dass ich von der einen Kante zu dicht bin und an der anderen Kante zu weit weg, sodass das nicht gleichmäßig aussieht. Deswegen mache ich das immer so, dass ich mir das falte, vor allem an den langen Kanten, und dass ich es dann aufklebe. Okay, bevor das jetzt zum Zusammenkleben der Box kommt, gucke ich mir jetzt einmal gerne an, wo vorne und hinten ist, weil diese Laschen für den Boden bleiben bei mir gerade. Die anderen beiden kürze ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen, also die seitlichen, etwa so auf 2 bis 2,5 cm. Das muss nicht genau sein, das kann absolut ungefähr sein, ist überhaupt kein Problem. Schräg die natürlich dann auch wieder noch ein bisschen ab. Da aber jetzt tatsächlich nicht so stark. Es tut mir leid, wenn es sehr wackelig in der Kamera rüberkommt. Ich übe da noch ein bisschen. Genau. Und dann könnte man sie jetzt sozusagen auch zusammenbauen. Oh, hier habe ich den Falz vergessen. Kurz zur Seite. So. Das macht man auch ganz einfach. Also wenn man wirklich das alles gerade schließen möchte, legt man sich die Box einfach mit der Außenseite nach unten hin, macht auf die Klebelasche etwas Kleber. Und jetzt, statt dass man das in der Luft schließt, legt man einfach die Lasche hier noch einmal um und faltet es aufeinander. Festdrücken. Das müsste jetzt ein Kleber sein, der schnell anzieht. Jawohl. Dann geht es an den Boden. Ich schlage mir immer erst die kleinen Flügel ein. Jetzt ist natürlich die Frage, wo möchte ich vorne haben? Hier möchte ich vorne haben. Das heißt, diese Klappe schließt zum Schluss. Hier mache ich einmal Kleber drauf. Lege das einmal um. Mache hier noch einmal Kleber drauf. Es muss nicht ordentlich sein, und lege das einmal um. So, jetzt könnte man natürlich hergehen, gleich was reinstellen in die Box. Ich nehme meistens meine Klebeflasche und drückt das einmal kurz fest. Gut, und dann ist das Grundgerüst im Grunde genommen schon fertig. So sieht es aus. Das ist bei mir vorne, weil ich mag es immer, wenn man die Box, also wenn der Verschluss von vorne nicht zu sehen ist. Deswegen ist das hier bei mir vorne. Jetzt kommen wir zum Goldpapier. Hier ist es ein bisschen komplizierter. Was heißt komplizierter? Da ist es so, wenn man das abschneidet und zusammenklebt, ihr seht gleich, was ich meine, dann sieht man immer eine weiße Kante. Das finde ich persönlich nicht so hübsch. Deswegen gehe ich meistens hin, schneide mir diese Falzen hier erstmal raus. Das ist diese Dreierfalz. Soll jetzt nicht 100% ordentlich sein. Und halbiere mir diese hier. Also ich gehe nicht her und schneide die nur an einer Seite, sondern ich halbiere sie mir. Ich sehe auch gleich, warum. Okay, und jetzt macht man das eigentlich wie mit der Box auch. Man geht her und geht erstmal die ganzen Falzkanten nach, damit sich das alles schön am Ende zusammenlegt. So, wenn ihr euch das jetzt mal anseht, seht ihr, was ich meine.
Wenn ich diese Kante, ich kann sie ja mal nach außen knicken, damit ihr seht, was das Problem ist. Wenn ich diese Kante hier weggeschnitten hätte oder gerade geschnitten hätte, dann hätten wir hier jetzt einen weißen Rand durch die Schnittkante, ne? Weil das Papier natürlich nicht komplett durchgefärbt ist. Deswegen habe ich das halbiert. Ich mache jetzt Folgendes. Ich klebe bei einer Seite nur mit so ein bisschen Kleber, ne? Klebe. Neuer Versuch. Jetzt mit so ein bisschen Kleber die Ecken einmal nach innen. Aber nur auf einer Seite vorerst mal. Und zwar auf den gegenüberliegenden Seiten am besten. Damit schaue ich immer, ob es sinnvoll ist, dass ich die aneinander klebe, weil wir haben ja unten noch eine Klebelasche. Und in dem Fall finde ich es tatsächlich jetzt nicht so sinnvoll, die aneinander zu kleben. Deswegen gehe ich tatsächlich hier und knicke die anderen beiden nur noch innen, sodass die sich automatisch so ein bisschen an die andere Seite legen. Also nicht nur innen bleiben. Und lege das einmal so zusammen. Jetzt ist natürlich auch interessant, dass das hier, dass diese Kante hier außen auch nicht zu sehen ist. Die schneiden wir auch ab. So. Genau. Und dann legen wir das so zusammen, dass es einigermaßen quadratisch ist, sodass dann ein Quadrat von 4 auf 4 cm entsteht. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen, nur so ein bisschen festzukleben. Also es wird nicht komplett dadurch halten. Das zweifle ich ehrlich gesagt. Am besten ist da wahrscheinlich sogar Heißkleber. Ich drücke das ein bisschen an. Halte das fest. Und kümmere mich dann gleich um die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich erkläre. Ich versuche halt, dass die Kanten, so gut es geht, jetzt hier auch aufeinander liegen und halte das jetzt fest. Genau. Und so, jetzt seht ihr, dass ihr hier an den Seiten jeweils überall goldene Kanten habt, also nichts mit weißen Kanten. Also mir persönlich ist es sehr wichtig. Ich bin da sehr penibel. Deswegen achte ich da immer sehr drauf. So, und das müsste jetzt einmal auf den Deckel geklebt werden. Dafür mache ich einfach die Box einmal auf, stelle sie auf den Kopf und klebe das hier fest. Das ist die Falz einmal nach innen, damit ich das schön ausrichten kann. Genau. Das mache ich tatsächlich jetzt mit Heißkleber. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass das Goldpapier unwahrscheinlich schlecht hält. Ich weiß nicht warum, aber das kann man ultra schlecht festkleben. Deswegen mache ich es mit Heißkleber. Mal kurz andrücken. Heißkleber trocknet ja extrem schnell, zum Glück. Und dann haben wir das schon fertig. So, dann ist unser Goldpodest sozusagen auch erledigt. Und jetzt kommt hier noch die Rose drauf, die goldene Rose. Ja, man sieht, sie ist Gold. Nein, sie hat nur ein paar Goldsprenkel. Aber die kommt jetzt hier drauf, auch mit Heißkleber. Und dann ist die Box im Grunde genommen
noch schon fertig. Man könnte jetzt hier noch ein Schleifenband drum machen. Das überlege ich mir aber noch, ob ich das mache oder ob ich die Box einfach so lasse. Super. Also ich finde, so eine Box ist halt gleich mal so ein richtiger Hingucker, egal was man verschenkt. Ich würde da jetzt wahrscheinlich entweder eine Handcreme reinmachen, eine besondere oder ein Parfüm. Jetzt kommen wir zu der Karte, weil die Karte möchte ich natürlich dazu verschenken. Wenn ihr ein bestimmtes Designpapier habt und einen bestimmten Farbkarton, könnt ihr das einfach auswechseln und dann natürlich austauschen. Ja? Also es wiederholt sich halt. Alles in diesem Set sozusagen. Genau, zu den Materialien. Ihr braucht ein Kartenrolling, immer 10,5 auf 14,5 cm, also eine Standardkarte. Dann ein Aufleger in 10,2 mal 14,2 cm. Designpapier 14,2 mal 4,5 cm. Ich habe hier noch so Bordüren dazu. Die lege ich hier gleich runter. Ein Spruch, Deko und natürlich einen Einleger für die Karte. Genau, und das setze ich jetzt im Grunde genommen einfach nur zusammen. Okay, Karte und Box sind fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch für dieses Video gebt. Natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und in nächster Zeit kein Video mehr zu verpassen. Nächste Woche kommen auch einige mehr Videos, weil ich da ein bisschen frei habe und dann noch Zeit, also wesentlich mehr Zeit zum Drehen habe. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch dieses Projekt gefallen hat. Würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!